ganz schön laut. Aber wirklich. Aber liebe Zuschauer, keine Angst, es brennt natürlich nicht. Sie sind auch nicht etwa in irgendeinem anderen Programm, sondern nach wie vor in Hessen 3. Und damit herzlich willkommen zur Sendung Marktplatz aus Breuberg. Kein Reality-TV, wie Nein. das ja heißt. Ja, und dass das hier mit der Feuerwehr losgeht, das liegt einfach daran, dass die immer ganz furchtbar schnell da sind. Es sind nämlich die Besten, die Schnellsten, mehrfache Hessenmeister. Und sie wollen es natürlich mal heute unter Beweis stellen, wie schnell sie wirklich an der Spritze sind. Ganz schön schnell, glaube ich. Ja, und das sind die Breuberger. Ja. Stellen sich sozusagen selbst vor. Mit einem und dann vielleicht Applaus. Noch drei Worte zum Programm oder auch vier. Also schnell, hoch, bunt. Gut gefedert und gut gewürzt. Jetzt können Sie mal überlegen, was das ist. Das ist jedenfalls die Mischung für unsere heutige Sendung. Aber bevor die so richtig losgehen kann, brauchen wir noch einen ganz wichtigen Menschen für diesen Marktplatz, nämlich den Marktmeister. Und da die Feuerwehr mitunter auch helfend eingreift und mal hin und wieder diesen und jenen transportiert, hole ich jetzt den Marktmeister aus seinem Auto. Der Marktmeister hat früher die Märkte eröffnet. Herr Ludwig Funk, kommen Sie raus, es ist soweit. Ja, herzlich willkommen, schönen guten Tag, da ist er. Bleiben wir gerade mal hier stehen. Herr Funk, früher im Mittelalter gab es zwei Märkte jährlich in Breuberg. Wie ist es heute? Ja, heute gibt es im Prinzip auch noch zwei Märkte, allerdings etwas zeitversetzt. Es gibt den historischen Markt alle zwei Jahre, dieses Jahr vom 25. bis 27. Juni. Und es gibt den Benznickel-Markt. Benznickel ist der Odenwälder Nikolaus. Den machen wir dann immer so Anfang der Weihnachtszeit. Und zum historischen Markt ist hier auch gewaltig was los. Ich habe gehört, es soll der schönste in Südhessen sein. Ja, da können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass der historische Markt der schönste ist, weil wir nun halt mit historischen Dingen aufwarten können und nicht nur den Rummel, der so momentan überall ist, nachvollziehen. Nun hat Breuberg eines, was es in keiner anderen deutschen Stadt mehr geben soll und auf keinem anderen Marktplatz, nämlich ein Marktkreuz. Das ist natürlich auch nicht das, was früher mal errichtet wurde, sondern es ist irgendwann mal neu aufgestellt worden. Dieses Marktkreuz ist ein Symbol. Wofür? Es ist das Symbol des Marktfriedens. Der Marktfriede war ein ganz wichtiges Rechtsgut. Es war sogar so, dass Leute, die irgendwo irgendwas Kleines buxiert hatten, sich in den Friedensbezirk des Marktfriedens begeben konnten und geschützt waren. Und so war es natürlich so, dass diejenigen, die mit falschem Geld, falschen Waren, falschen Maßen und Gewichten umgegangen sind, sehr streng bestraft worden sind, weil sie den Marktfrieden insofern gebrochen haben. Und dafür steht, denke ich mal, auch das Schwert, was wir da an diesem Kreuz sehen. Und dafür steht, ja, wofür der Handschuh eigentlich? Ja, wofür steht der Handschuh? Die Hand ist ein Handschuh. Die Hand ist eigentlich ein Handschuh. Und zwar habe ich jetzt mal den von unserem historischen Markt mitgebracht. Nachgemachter? Einen nachgemachten, etwas groß, damit man auch sieht. Ja. Den hängen wir dann auch aus dem Rathaus heraus. Ich bin mir ganz sicher, es gibt noch viel mehr Historisches. Barbara, was sollte man denn noch über Breuberg wissen? Und dann fangen wir doch vielleicht mal mit geschichtlich an, und zwar mit der Burg Breuberg. 150 Meter hoch, eine der stattlichsten Burgen Süddeutschlands. Die Herrschaft wechselte im Laufe der Jahrhunderte, wie das halt früher so üblich war. Heute tummeln sich hier junge Leute, es ist nämlich Deutschlands älteste Jugendherberge, aber inzwischen natürlich ganz modern. Unten im Mümmlingtal die Stadt Breuberg mit 5 Ortsteilen und 7500 Einwohnern. Handwerker früher die meisten und im Nebenerwerb oft noch Landwirte. Heute hat hier jeder Zweite immerhin am Ort seinen Arbeitsplatz. Romantisch der Ortsteil Neustadt, an dem wir hier sind, mit dem Marktbrunnen und wunderschönen Fachwerkhäusern. Das stattlichste, das Rodensteiner Herrenhaus. Ja, und Fladenbrot und Okraschoten und andere Spezialitäten, die gibt es hier auch zu kaufen. Breuberg hat 21% ausländische Einwohner. Und unter der Marktlinde, da trifft man nicht selten eine solche multikulturelle Gesellschaft. Hochalpin geht es im Ortsteil Heinstadt zu. Mutige erklimmen den Starkenburger Klettersteig, Schwierigkeitsgrad 8. Ja, das werde ich mal dem Reinhard schmackhaft machen. Doch schauen wir zum Schluss nicht rauf, sondern runter. Da liegt die Gummi, wie die Leute hier sagen. Ja, Barbara hat es schon angedeutet, wie kommt der Gummi nur in den Odenwald. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es hier irgendwann Kautschukbäume gegeben haben könnte. Gerd Silber-Bunz, Vorstandsvorsitzende der Pirelli AG Deutschland. Sie wissen da Bescheid.
Sagen Sie es mir, wie kommt der Gummi in den Odenwald? Ja, da kam 1905 ein Mann aus Mainz, der hieß Friedrich Veit. Und dem gefiel die Ölmühle hier an der Mümling und die Wasserkraft. Und da begann er mit der Produktion von Fahrradreifen. So hat es mal angefangen. Und wie ging es dann weiter? Vor dem Ersten Weltkrieg wurden schon die ersten Autoreifen hergestellt. Der damalige Prinz Heinrich von Preußen interessierte sich sehr dafür und fuhr sie auf seinem Benz. Das war eine gute Werbung. Dann hat sich der Betrieb immer mehr vergrößert bis zu seiner heutigen Größe. Jetzt haben wir so ein paar Reifen, kann jeder sehen, hier stehen. Ich wusste gar nicht, dass hier im Odenwald auch mal Mofa-Reifen produziert wurden. Das sind keine Mofa-Reifen. Mit solchen Reifen fuhren in den frühen 20er Jahren die Autos hier in Deutschland darum. Ah ja, also welch ein Unterschied. Ein Autoreifen aus den 20er Jahren. Welch ein Unterschied zu heute, ne? Wo wir also etwas größer dimensionierte Schlappen, sagt man ja wohl, auch fahren. Ne? Ja, das ist also das neueste, das modernste Produkt, der P-Zero, der natürlich ganz andere Kräfte zu übertragen hat, als das damals die Autos mit den wenigen Pferdestärken. Nun haben wir gesagt, es kamen immer mehr gummiherstellende Betriebe dazu, hier unten im Tal. Dazu gehörte ja auch irgendwann die Firma Metzeler, bekannt für Motorradreifen. Hier drüben haben wir einen. Auch das, habe ich mir sagen lassen, ist das letzte Produkt. Was macht den Reifen so gut? Wenn Sie mal zufällig an einer Ampel gesehen haben, wie ein schnelles Motorrad mit einem Porsche Carrera gleichzeitig startet. Wer ist schneller vorne? Das ist das Motorrad mit einer hohen PS-Zahl. Und diese starken Kräfte, die müssen über diesen Reifen auf die Straße zur Beschleunigung dienen. Aber diese Kräfte müssen natürlich auch gebändigt werden, wenn man bremsen muss. Dazu sind diese Reifen da. Wunderbar. So, die Firma hat sich immer weiter vergrößert. Heute alles unter dem Dach der Pirelli AG. Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute? Wir haben hier in Deutschland knapp 4.000 Beschäftigte. Und hier? In diesen beiden Werken, Pirelli Reifenwerke und Metzeler Reifen. Und von diesen vielen Beschäftigten, habe ich mir sagen lassen, sind 40% Ausländer, alles Italiener, die auf die Produktion achten? Nein, 40% sind es nicht ganz. Es sind knapp 1.000, also nicht ganz ein Viertel Ausländer und 14 verschiedene Nationen. Und einen davon haben wir jetzt hier, Herr Ahmed Ata. Sie sind Mitglied im Betriebsrat. Wie lange sind Sie schon bei Pirelli? Seit 24 Jahren bin ich bei Pirelli. Seit 18 Jahren bin ich Betriebsratmitglied. Und was machen Sie außerdem, wenn Sie mal nicht als Betriebsratsmitglied auftreten? Was arbeiten Sie? Ich betreue meine Landsleute und ausländische Mitbürger, Mitarbeiter von Pirelli und mache dabei Dolmetschen. Wunderbar. Also, Herr Ata ist einer von den vielen, von denen wir gesprochen haben. Und die Ausländer sorgen nicht nur dafür, dass bei Pirelli es nicht bergab geht, sondern sie bringen auch Farbe nach Breuberg und sie bringen auch Bewegung hierher. Passen Sie gut auf. Portugiesischer Volkstanz auf dem Marktplatz von Neustadt. Natürlich wollen die ausländischen Mitbürger die Traditionen ihrer Heimat auch bewahren, treffen sich regelmäßig, obwohl viele von ihnen wahrscheinlich hier in der Gegend schon verwurzelter sind als in der Türkei, in Griechenland, in Portugal oder Spanien. Hier haben wir auch stolze Spanierinnen, sind ein bisschen betrübt, dass sie nicht auch tanzen können, aber das würde den Rahmen leider sprengen. Ich glaube, ihr seid hier geboren? Ja. Hier in der Gegend also, ja. Ihr geht auch hier zur Schule. Fühlt ihr euch denn eigentlich auch schon so ein bisschen als Deutsche? Ja, mehr als Spanier. Mehr als Spanier dann doch, ja. So, und könnt ihr auch so Odenwälder Platz? Ein bisschen nur. Sag doch mal was, Guten Morgen. Guten Morgen, also guten Morgen haben wir nicht, wir sind schon später am Tag. Jetzt schauen wir mal hier vorbei. Es sind drei Stände aufgebaut mit leckeren Spezialitäten, Tortillas,
leckerer Wurst. Hier bedienen sich die ersten beiden Damen. Wir wollen aber das Buffet erst später freigeben, damit wir noch was von den Köstlichkeiten sehen. Das ist Herr Lagos, er ist erster Vorsitzender des spanischen Vereins. Club Reuberg. Club Reuberg. Ja. Es gibt ja eine hohe Ausländerquote, das haben wir schon gehört, 21%, 35 Nationalitäten. Lebt man hier eigentlich mehr miteinander oder mehr nebeneinander? Mal ehrlich. Ich denke, minder die Spanier sind mehr miteinander. Sind lange Jahre hier, die meisten, schon vielleicht 25 Jahre. Und sagen vielleicht das Wort wie eine Familie in Bräuber, aber bis jetzt, Gott sei Dank, haben wir kein Problem. Es gibt auch Freundschaften hier mit den Deutschen. Viel. Was machen Sie selbst? Ich arbeite oben im Sanatorium bei Ernst Ludwig Klinik. Ja. Und nachher ich bin auch als Kirchendiener von der katholischen Kirche hier in Neustadt. Wie ist es eigentlich, wenn man eine Wohnung sucht? Ist das für ausländische Mitbürger schwerer als für Deutsche? Das tut mir leid, aber ich weiß nicht genau. Aber normal sowieso bei uns in Probe ist es schwer zu finden. Wegen die zwei Fabriken sind immer fast besetzt. Ne? Dankeschön. So, dann gibt es hier wunderbare Sachen aus Portugal. Es gibt gegrillte Sardinen und Stockfischbällchen und ich kriege schon richtig Appetit. Und natürlich auch einen leckeren Wein. Darf ich später mal probieren? Ja, ich komme gleich zurück. Jetzt wollte ich erst den Andi fragen. Ich sage Andi, weil so kennt ihn hier jeder. Haben Sie auch bei der Gummi geschafft? Früher ja, habe ich auch geschafft. Und jetzt? Jetzt bin ich selbstständig. Was machen Sie? Ich habe eine Gaststätte. Also wir haben ja gehört, es gibt eigentlich relativ wenig Probleme, aber sicherlich gibt es immer noch irgendwas zu verbessern und Wünsche haben Sie sicher auch. Ja, also Probleme großes gibt nicht, aber kann man nicht sagen, gibt auch kein Problem. Sonst wäre die Welt in Ordnung. Problem gibt immer. Und ist es nicht so, dass Sie einen Platz brauchen, wo Sie mit Ihren Gruppen üben können zum Beispiel? Ja, wir brauchen einen Raum, habe ich auch Vorschlag gemacht, wo wir ein Europahaus im Kreis, wo jede Nationalität stattfindet, wo uns alle Ausländer, auch die deutschen Mitbürger, ihre kulturelle Sache üben kann. Und das ist ein multikulturelles Haus. Vielen Dank. Und eine letzte Frage noch an Sie. Überlegen Sie eigentlich wieder zurückzugehen? Sie sind ja auch hier geboren und schwätzen richtig Odenwälder Platt. Ja, es ist halt so, wir hatten eigentlich gedacht, hier vielleicht mal eine Existenz aufzubauen. Aber das ist mir alles viel zu riskant. Was ich schwer jetzt in 10 Jahren in der Regierung ist und dann sagte, hör schon mal, du bist Ausländer, du gehst raus. Was bringt mir das, wenn ich hier alles aufbaue und dann auf gut Deutsch, du musst raus. Also wahrscheinlich werden wir irgendwann früher oder später zurückgehen. Ja, wir wollen es eigentlich nicht hoffen. Ich denke mir, Sie sollten sich hier auch weiterhin wohlfühlen. So, und wir machen jetzt weiter mit dem Reinhard Schall. Und der hat fremdländische Gäste oder Bewohner, kann man vielleicht auch sagen, die auch bunt sind, ein buntes Bild abgeben, aber die ganz sicher noch nicht den Odenwälder Dialekt gelernt haben, oder? Nun sag doch mal, mein Lieber, Obbe Nebbe de Bach. Obbe Nebbe de Bach, bitte sag's. Er spricht nicht mit jedem. Josef Gehweiler, Sie züchten unter anderem diesen. Was ist das für einer? Das ist eine Gelbwangen-Amazone. Dann züchten wir noch Blaustirn-Amazonen, Sittige, dann Zwergpapageien und viele andere Vögel noch. Sie haben, habe ich gesehen, ein Haus voller Vögel vom Keller bis oben hin. Wie viel insgesamt? Ja, circa 500. Nun hat man früher auch so viel gehört von der Papageienkrankheit. War ja oft mit tödlichem Ausgang. Wie ist das heute? Gibt es das noch so? Nee, das ist heute überhaupt kein Problem mehr. Wie soll ich sagen, es gibt Gegenmedikamente. Und dann ist es auch eine Krankheit, die sich länger hinzieht. Also man kann das rechtzeitig feststellen. Und dann ist Papageienkrankheit auch nicht nur von Papageien ausgehend, sondern Brieftauben zum Beispiel, Waldvögel und überall sind halt diese Krankheiten. Nur, es wird halt ein Papagei zugeschoben und das ist halt für die Züchter ein bisschen schlecht immer, es gibt ein schlechtes Bild. Der Papagei kann gar nichts mehr dafür. Was halten Sie davon, wenn ich jetzt sage, man könnte die doch irgendwann alle wieder am Amazonas auswildern? Ja, das ist unser Ziel praktisch, wenn einmal irgendwo eine Vogelrasse ausstirbt, dass man die dann wieder auswildern kann. Wunderbar. Schönen Dank, Herr Gehweiler. Jetzt komme ich zu einem Vize-Weltmeister. Herr Gehweiler, ich danke Ihnen erstmal schön und verabschiede Sie einstweilen. Ja, wo ist unser Vize-Weltmeister, Horst Heckmann? Hallo, herzlich willkommen. Sie beschäftigen sich nun wiederum mit ganz anderen Vögeln, unter anderem mit der chinesischen Zwergwachtel. Die haben wir hier drin, haben wir ein Ehepaar, zwei Junge. Wie alt sind die Jungen jetzt? Nein, die Jungen sind jetzt 11 Tage alt. Also man kann sie jetzt gerade so wegbringen, sonst hätten wir sie im Käfig lassen müssen. Es waren mal mehr Junge. Im Ei sind 4 Stück kaputt gegangen.
Warum? Warum? Das ist das große Handicap. Am 1. Mai gab es ein kräftiges Gewitter. Und durch diesen Donner sterben die Junge im Ei ab. Die kriegen einen Herzschlag und es ist dann passiert. Wie züchtet man denn die? Kann man da nun auch ein Männlein und ein Weiblein zusammenstecken und dann kriegen wir eine ganz neue Familie, so wie der Züchter sie sich wünscht? Oder geht das da anders bei der Zwergwachtel? Nee, bei der Zwergwachtel ist das schon so der Fall. Man kann quasi jedes einzelne Tier mit dem anderen paaren. Kritischer wird es dann mit den Exoten. So, was ist da los? Mit den Pögeln. Also da gibt es verschiedene Sorten, die müssen sich sympathisch sein. Die muss man erstmal im Schwarm halten, damit sich die Partner finden und dann kann man erfolgreich ziehen. Wunderbar. Nun gibt es, weiß ich, auch so Züchter, die versuchen, bei internationalen und nationalen Meisterschaften ein bisschen zu schummeln. Beine gelb anstreichen oder Schnabel grün, was weiß ich. Was gibt es da so? Sie haben da ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ja, ich kann da eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar bei einer Landesmeisterschaft, liegt schon einige Zeit zurück, Gott sei Dank. Da war so ein Schlauberger dabei, der wollte unbedingt mal einen Preis machen und ist er hergegangen und hat jede einzelne Feder am Schwanz angeklebt. Und was hat der Schiedsrichter gesagt? Ja, es war ein cleverer Preisrichter. Er hat auf die Bewertungskarte geschrieben, Schwanz geleimt, Preisrichter nicht. Schönen Dank, Herr Heckmann. Alles Gute für die Wachteln. So, liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zu einer musikalischen Darbietung. Und zwar gibt es die Breuberg-Musikanten, die gibt es seit 5 Jahren. Und es gibt noch viele andere Neustadts. Neustadt, ein Stadtteil von Breuberg. Und die kamen irgendwann mal in ein anderes Neustadt zu Besuch und wurden dort empfangen mit einer Stadtkapelle. Und dann haben die gesagt, also was die anderen Neustädter können, das können wir schon lange. Also gibt es die Breuberg-Musikanten. Und ich kann eins sagen, zu Pfingsten ist hier an 4 Tagen in Breuberg die musikalische Hölle los. Auf geht's! Ja, und wenn der Radfahrverein Wanderlust aus dem Ortsteil Rhein-Breitenbach mit dem Radl da ist, da kann man sich auf was gefasst machen. Es erwartet Sie nämlich einer der außergewöhnlichsten Radausflüge, die Sie wahrscheinlich je gesehen haben. Eine Attraktion, die weit und breit ihresgleichen sucht. 14 Männer und Frauen auf dem Fahrrad. Richtig, 14, Sie haben richtig gehört. Und natürlich braucht es dazu einige Aufwärmübungen. Und im Übrigen muss sowas natürlich auch erst langsam aufgebaut werden. Erstmal zur Einstimmung einige Kunstfiguren mit weniger Radakrobaten. Untermann ist übrigens die Sandra Bohländer und die muss natürlich ganz schön Kraft haben, aber mindestens genauso viel Balanciervermögen. Tja, meine Damen und Herren, und jetzt heißt es Luft anhalten. Das Menschengeflecht baut sich langsam auf, wie gesagt, 14 Mann, Männer und Frauen, auf einem Fahrrad. Das ist übrigens eine Sonderanfertigung, dieses Kunstrad. Und hat so um die 5000 Mark gekostet. Der Fahrer ist übrigens Matthias Rudolf. Und das Problem ist, dass er zum Schluss eigentlich fast überhaupt nichts mehr sieht. Er kann dann nur noch aus dem Augenwinkel diesen weißen Kreis anvisieren. So, jetzt kommt die letzte Figur. Da müssen nämlich 2 Leute jeweils von links und von rechts gleichzeitig aufsteigen. Und wenn sie das nicht parallel tun, dann klappt es mit der Balance nicht und dann kann alles sozusagen in die Binsen gehen. Tja, aber es hat geklappt. Ganz toll. 14 Leute auf einem Fahrrad ist eigentlich unvorstellbar. Und jetzt müssen sie noch eine Runde lang durchhalten. Das ist selbst auferlegtes Reglement. Und dann ist diese super Nummer beendet.
Das war es also vom Radfahrverein Rhein-Breitenbach, ein ganz besonderer Turmbau. Und mein Kollege Reinhard Schall, der will, glaube ich, jetzt auch ganz hoch hinaus. Schauen wir mal. Tja, ein richtiger Turm war das, der da auf- und abgebaut wurde. Und wir wollen auch noch ein bisschen bei den Türmen bleiben. Wir haben jetzt jemand hier bei uns in der Sendung, der eigentlich jede Sendung von Robert Lemke geziert haben könnte. Es ist ein Turmuhrendetektiv. Wie wird man das? Braucht man eine kriminalistische Ausbildung? Wie haben Sie das gemacht? Ich habe einfach angefangen. Es lag ein Grund vor und der Grund war der Abriss einer Schule in Heinstadt. Und die hatte eine Turmuhr und die musste gerettet werden. Das hat also das Breuberg-Museum gemacht im Gesamten unter Hilfe der Feuerwehr. Und dann ging es ja eigentlich erst richtig los, weil ja keiner gewusst hat, wer hat diese Turmuhr gebaut. Und in nächtelanger Kleinarbeit haben Sie nachgewiesen, wer es gewesen ist und vor allen Dingen wann. Ja, richtig. Wer war's? Mit viel Glück. Johannes Ritzert II in dem Fall aus Groß-Umstadt, also ganz hier in der Nähe. So, und nun haben wir natürlich auch eine solche Turmuhr, wie sie in dem Zustand aussieht, wenn man sie denn findet irgendwo, haben wir jetzt hier. Sagen Sie mal kurz was zur Geschichte dieser Uhr. Diese Uhr ist die letzte, die Ritzert gebaut hat. 1914 ist dieses Baujahr. Die Uhr weist schon einige Merkmale auf, die er in der Gründerzeit noch nicht hatte. Hier sind gerade Speichen im Hemmrad drin, ursprünglich gebogene, das war so sein Markenzeichen früher. Und generell bei allen Ritzert-Uhren waren hier diese gotischen Bögen drin. Und wo haben Sie die gefunden? Die findet man ja nicht auf der Straße, so eine Uhr. Nein, im Rahmen der Forschung ist herausgekommen, dass das die letzte gebaute Turmuhr ist. Die steht hier bei Nachfahren in Groß-Umstadt und ist praktisch auf dem Wege zur Restaurierung. Nun sollte man annehmen, wenn Sie Turmuhren-Spezialist sind, Sie sind ein Uhrmacher von Beruf. Nein, das wäre ich gern geworden. Das hat halt die ganze Zeit in mir geschlummert. Und das war vielleicht auch der Grund dafür, dass ich mich jetzt ein bisschen leichter tue und dass überhaupt das Interesse da ist. Nochmal zurück zu Johannes Ritzert. Die Werkstatt blieb ja stehen, ist in der Zwischenzeit verfallen im Laufe der vielen Jahre, wurde jetzt Schritt für Schritt abgebaut. Was passiert mit dieser Werkstatt? Ja, da gibt es einen schönen Fachbegriff, den habe ich beim Hessenpark gelernt, transloziert. Die wird also Stein für Stein abgetragen, alles wird nummeriert und dann wird die im Hessenpark wieder aufgebaut. Und soweit ich weiß, kann man sie schon wieder sehen. Genau so ist es. Und jetzt gehen wir mal ein Stückchen weiter, liebe Zuschauer. Wir werden Ihnen jetzt mal ganz kurz erklären, wie es denn zu dem Spruch kommt, was die Stunde geschlagen hat. Denn man kann ja eine Stunde läuten und man kann sie schlagen. Wie kommt das? Ja, richtig. Der große Unterschied ist der, die Glocken im Turm sind beweglich aufgehängt, um sie von einer Läutemechanik läuten zu können. Also jetzt läuten, ich halte mal das Mikrofon hier hin. Jetzt kommt der große Unterschied mit dem Hammer. Klingt völlig anders. Schönen Dank, Herr Borg. So, und jetzt, liebe Zuschauer, geht es mit einer großen Action weiter. Die Feuerwehr, wir haben es vorhin schon versprochen, die Feuerwehr schlägt jetzt zu. Stellen Sie sich vor, meine Damen und Herren, in Neustadt brennt oder in Breuberg. Also ich denke mal, das Feuer hat keine Chance. Zwar ziehen hier schon die Rauchschwaden über den Marktplatz, aber alles nur Übung. Sie wissen ja, die Sandbacher Freiwillige Feuerwehr ist dreimal hessischer Meister geworden, jahrelang immer unter den ersten fünf. Und neben mir habe ich den Herrn Lang und wir wollen mal so ein bisschen erzählen, was hier passiert. Das ist ein Teil aus dieser Wettbewerbsübung und der Herr Lang ist sozusagen der Trainer für die Wettbewerbsmannschaft. Wir verlegen eine B-Leitung zum Verteiler. Dieses Leitergerüst soll eine Mauer darstellen. Dieses Hindernis muss mit den Leitern überwunden werden. Der Schlauchtrupp mit den gelben Lätzchen hier, möchte ich mal sagen, zieht den Schlauch zum Angriffstrupp. Der Angriffstrupp zieht den Schlauch über das Gerüst und dann wird diese Klappen, die hier vorne stehen, die Fallklappen, werden als simuliertes Feuer umgespritzt. Was muss denn eigentlich so eine Mannschaft auszeichnen? Also flott und schnell müssen die Jungs ja auch sein. Und denn ich nehme an, der Schnellste gewinnt oder gibt es da noch andere Kriterien? Nein, da gibt es auch noch andere Kriterien. Das ist ein Teil der Übung. Diese praktische Übung muss korrekt abgeführt werden und möglichst fehlerfrei. Hier hat der Gruppenführer die Möglichkeit, helfend einzugreifen.
Den entscheidenderen Platz ist dann ein theoretischer Fragebogen, den jedes Mannschaftsmitglied ausfüllen muss. Also meine Damen und Herren, halten Sie durch, kleinere Hustenanfälle müssen jetzt einfach in Kauf genommen werden. Herr Lang, wann hat es denn hier in der Gegend zum letzten Mal gebrannt? Also konkret zu sagen, nur wann hat es das letzte Mal gebrannt, ist vielleicht ein bisschen wenig. Das letzte war ein Waldbrand Anfang Mai. Ich möchte mal zurückholen. Wir hatten im letzten Jahr 75 Einsätze. Von diesen 75 Einsätzen waren 2/3 Hilfeleistung, 1/3 Brände. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier das Weite suchen, beziehungsweise uns in Sicherheit bringen. Vielen Dank, Herr Lang. Jetzt ist noch mal ein Einsatz angesagt. Und hier sehen wir eine alte Feuerspritze. Da hieß es natürlich, für alle Bürger zupacken. Das war der Wichtige bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da mussten die Metzger ran, da mussten die Schreiner ran. Da gab es eine Eimerkette mit Wasser. Und jetzt sollte eigentlich irgendwo hier auch noch ein Schornstein, ich traue mich gar nicht, sie anzufassen, ein Schornsteinfeger auftauchen. Was passt denn da rein in diese Spritze? Wie viel Liter? So 50 Liter ungefähr. 50 Liter ungefähr. Ich meine, das ging ja doch relativ langsam früher. Ja, ja. Das musste immer erst beigetragen werden, das Wasser. Und dann musste das, wird das hier, der Druck erhöht und wird gezielt mit einem Strahl das Feuer ausgebracht. Aber nun gab es ja früher keine Wasserleitungen. Wo holten denn die Bürger das Wasser her? Ja, das Wasser wurde aus dem Brunnen oder aus dem Bach mit Eimern herbeigetragen. Hauptsächlich Handwerker, die haben sich hier betätigt. Metzger, Bäcker und Schornsteinfeger natürlich haben sich betätigt und haben da das, den Brand gelöscht, soweit es ging. Ja, aber da kommt ja noch einer. Was willst du denn hier? Ja, ich dachte mir, ich könnte vielleicht auch noch eine Löscheinheit loswerden. Du siehst doch, es ist alles gelungen. Wieder zu spät. Die Klappen sind umgefallen. Ja, ja, ich bin halt nicht bei Neustädter der Feuerwehr. Die Neustädter Feuerwehr hat es geschafft. Ja. Sämtliche Brände gelöscht. So, meine Damen und Herren. Wieder zu spät. Ja, also wieder zu spät. Du könntest mir höchstens helfen, zum Schluss noch ein bisschen die Schlussmoderation zu gestalten, ja, nun, oder? Aber da habe ich gehört, da haben wir heute einen international erfahrenen Schlussmoderator in unserer Sendung. Ne? Wer könnte das wohl sein? Das ist der Nachtwächter, der dafür gesorgt hat, dass hier alles seine Ordnung hatte, besonders in der Nacht und wenn alle Dinge zu Ende gingen. Und deswegen verabschieden wir uns heute ausnahmsweise mal nicht, sondern das macht für uns und für Sie der Schorsch Mohr. Hier ist der Nachtwächter. Heil dir Leid und lass dich Sorge, ab jetzt wird nichts mehr übertragen. Die Sendung Marktplatz ist jetzt aus, geht alle friedlich leis nach Haus. Ich glaub, die Sendung war gut gelungen, die nächste kommt am 26. Juni aus Melzungen. Dort moderieren auch zwei Gute, die Ulrike Gehring und Ginzlers Uwe. Hey, dir Leid und lass dich sorgen, Schluss aus, es wird nichts mehr übertragen. Thank you.